Klimaforschungsteams weltweit sind sich einig. Die Rückkehr von El Niño steht wohl kurz bevor. Das Wetterphänomen hat immer wieder auf ein neues verheerende Auswirkungen, das auf der ganzen Welt sintflutartige Regenfälle, Orkane und Flutkatastrophen. Nicht umsonst wird er auch als Beast, Godzilla oder Monster bezeichnet. Wie wahrscheinlich seine Rückkehr wirklich ist, wann wir mit El Niño rechnen müssen und welche Auswirkungen er auch auf Europa haben wird, das erfahrt ihr jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Bei uns gibt's täglich Science-Videos und zwar sehr spannende. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. 2015 und 2016 waren die letzten beiden Jahre, in denen das Wetterphänomen El Niño auf der Erde gewütet hatte. Es gab verheerende Waldbrände, beispielsweise in Indonesien, Überschwemmungen in Paraguay und Ernteausfälle in Südafrika und Indien. Und das sind nur einige wenige Beispiele der zahlreichen Auswirkungen, die El Niño damals zu verantworten hatte. Doch auch in diesem Winter 2018, 2019 müssen wir uns wohl darauf gefasst machen, dass uns die gewaltigen Stürme eine chaotische Wetterlage mit krassen Niederschlägen, Flutkatastrophen und Erdrutschen bescheren werden. Zerstörung, Krankheiten und Tod folgen dem meist genauso wie enorme wirtschaftliche Probleme in Australien, Südasien, Südafrika und Mittel- sowie Südamerika. Kommt es dann zu fatalen Dürren in anderen Regionen der Erde, wie beispielsweise dem östlichen Nordpazifik, bedrohen Wirbelstürme und Überflutungen Land und Leute. Die aktuellen Bedingungen lassen sowohl die amerikanische Ozeanbehörde NOAA als auch das japanische Wetterbüro ziemlich sicher sein, dass El Niño kurz bevorsteht. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Wetterphänomen im kommenden Winter auftritt, wird mit 80% angegeben. Konkret schließen die Fachleute, dass aus den Temperaturen im östlichen und zentralen Pazifik. Denn wenn sich das Wasser dort aufheizt, ist das ein klares Zeichen dafür, dass El Niño droht. Dort lag die Temperatur in der letzten Wochenbilanz 1 Grad über dem langjährigen Mittel. Ab dem Wert von 0,5 Grad spricht man tatsächlich von einem El Niño, wobei dieser mindestens auf einer Monatsbasis überschritten werden muss. Das genau ist noch nicht überall der Fall, wobei dies nicht wirklich als Entwarnung zu werten ist, denn in allen wichtigen Regionen liegt die Temperatur über dem langjährigen Mittelwert. Der Großteil der aktuellen Prognosen geht derzeit davon aus, dass die Temperatur weiter erhöht bleibt und auch die Atmosphärenluft auf dieses warme Wasser reagieren wird. Und dies macht einen El Niño sehr wahrscheinlich. Doch wie genau entsteht dieses Wetterphänomen eigentlich? Im Normalfall sorgen die Passatwinde dafür, dass das Wasser entlang des Äquators im Pazifik von Osten nach Westen gedrückt wird. Denn die Passatwinde zirkulieren zwischen dem Tiefdruckgebiet vor der Ostküste Australiens und dem Hochdruckgebiet vor der Westküste Südamerikas. Der jeweilige Druckausgleich bestimmt die Windgeschwindigkeiten, die dabei entstehen. Kalte und warme Meeresströmungen kreisen übrigens parallel dazu, wobei die kalte Meeresströmung aus dem Süden als Humboldt-Strom bezeichnet wird und für ein ausgeglichenes Klima im Meer sorgt. Bei einem El Niño bricht das Hoch zusammen und zwar auf der Südhalbkugel zur Weihnachtszeit. Deswegen bedeutet El Niño auch so viel wie Christkind. So haben die peruanischen Fischer dieses Wetterphänomen mal genannt. Für die Fischer dort bedeutet das eine riesige Katastrophe, denn viele Fische sterben oder verlassen die Region. El Niño ist ein Christkind, das Unglück bringt. Wenn die Passatwinde also bei einem El Niño zusammenbrechen, blasen sie extrem stark in entgegengesetzte Richtung. So verändern sich auch die Meeresströmungen. Warme Wassermassen bewegen sich von Ostasien aus zurück in Richtung Südamerika. Es sind wirklich gigantische Mengen an Wasser, die sich da durch den Pazifik bewegen und ihre Wärme vor Südamerika an die Luft dort abgeben. Der Humboldt-Strom wird abgeleitet und durch die Erwärmung des Meeres verenden die Tiere in ihm und das Plankton auch. Doch nicht nur im Pazifikraum sorgt dieses Wetterphänomen für Unruhe und Zerstörung, denn auch die Passatwinde rund um den Globus werden dadurch beeinträchtigt. Somit gibt es auch Auswirkungen in Europa. Der eisige Winter 2009-2010 beispielsweise ist nach Ansicht vieler Fachleute eine Folge von El Niño. Zu den Ursachen des Phänomens wird weltweit noch geforscht, doch es gibt viele Spekulationen. Einige Forschungsteams gehen davon aus, dass die Sonneneruptionen eine wichtige Rolle spielen. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet hier bei Klicks und Science and Fiction. Alle 4 Jahre nämlich verändert sich die Intensität dieser Eruption, quasi im El Niño-Rhythmus. Das Phänomen tritt nämlich in unregelmäßigen Abständen von durchschnittlich 4 Jahren auf. Deswegen wird spekuliert, dass die abgestrahlte Energie der Sonne Einfluss darauf nimmt. Das sieht man, wie
empfindlich Klima und wie infolge das Wetter hier auf der Erde ist. Viele Experten und Expertinnen sehen aber auch die globale Erderwärmung als verstärkenden Faktor. Sie gehen davon aus, dass El Niño deswegen zukünftig häufiger auftreten wird. Dies zeigen einige Modelle, zum Beispiel Untersuchungen des Kieler Klimaforschers Mojib Latif. Demnach werden sich die El Niño-Ereignisse unter der globalen Erwärmung intensivieren. Falls sich das Phänomen weiter verstärken würde, hätte dies nach Prognosen des Kieler Forschungsteams auch für europäische Regionen weitreichende Folgen. Dazu Latif in einem Interview mit dem Deutschlandfunk im Jahr 2015. Sowohl Nordeuropa als auch Südeuropa würden dann sehr stark auch unter den Einfluss des El Niños geraten und wir hätten dann beispielsweise extreme Trockenheit im Mittelmeerraum. Wir bleiben in diesem Winter dran und berichten hier weiter über die Folgen des Christkinds. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann abonniert auch den englischen Kanal, denn auch da gibt es immer wieder Videopremieren. Dafür einfach hier draufklicken und darunter geht's weiter mit Ice Age in Europe. Will the Gulf Stream come to a standstill? Ich freue mich auf euch, auch auf dem englischen Kanal. Stay tuned. See you soon.